Bekanntgabe der nicht öffentlichen Beschlüsse. Das führt uns zum Tagesordnungspunkt 16. Das ist die Bestimmung der Ausschussgröße gemäß § 10 Absatz 2d der Hauptsatzung. Hier liegt ein Vorschlag von mir und der Verwaltung vor. Dazu gibt es jetzt insgesamt drei Änderungsanträge, die von CDU, von Herrn Lorek und vom Team Zastro eingebracht worden sind. Ich weiß nicht, ob das man jetzt einzeln vorstellen müsste am Anfang, rein thematisch wäre es möglich, aber ich würde eigentlich empfehlen, dass es eine ganze Reihe von Wortmeldungen gibt, dass wir direkt in die Fraktionsrunde eintreten und die im Rahmen das dann diskutieren. So komplex ist das ja nicht, dass man 15, 14, 11 und 12 als Zahlen auseinanderhalten kann und dass man das eben dann jetzt in der Fraktionsrunde diskutiert, zumal es eben die ganze Reihe von Wortmeldungen gibt. In der Fraktionsrunde startet die AfD, verzichtet CDU, Frau Arnert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, herzlich willkommen und nochmal Glückwunsch an alle neuen und alten Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Wir haben als einen der ersten Aufträge heute hier die Ausschussgrößen zu bemessen. Hier im Stadtrat hat der Wähler uns mit diesem Votum ausgestattet, aber auch nicht eins zu eins sitzen wir jetzt heute hier in diesem Rat, sondern es gibt ein neues Verfahren, was festlegt, wie die Stärke des Wahlergebnisses sich hier in einzelne Plätze für die Parteien widerspiegelt. Ich möchte das am Beispiel meiner Fraktion darstellen. 18% hat die CDU-Fraktion erhalten und sitzt hier im Rat mit 13 Stadträten. Andere haben 1% weniger oder knapp ein bisschen mehr und haben einen Sitz hier im Rat. Das ist, kann man unterschiedlich bewerten. Das Entscheidende ist, wir haben hier ein entsprechendes Verteilverfahren, was dafür Sorge trägt, dass die kleineren auch Berücksichtigung finden und all diese Voten der Bürger hier auch stattfinden. In einem zweiten Schritt des Wählervotums geht es nun darum, so sitzen wir, geht es nur darum, zu sagen, noch einmal in den Ausschüssen, wie kommen wir zu den Sitzplätzen in den Ausschüssen? Und da haben wir in unserer eigenen Hauptsatzung eine klare Festlegung, nämlich die Festlegung, dass das dem Stärkeverhältnis zwischen den Fraktionen und die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat abbilden muss. Das jetzt hier ist der Sitzplatz für all diejenigen, die es von oben ja nicht so gut sehen können. Hier haben wir eine erste Reihe, die ich jetzt mal so dargestellt habe, wie der Vorschlag der Verwaltung ist, mit 12 Plätzen. Wir sitzen aber hier in der ersten Reihe, 3, 3, 2 und überall einer. Warum? Weil das entsprechend den Kräften der Fraktionen entspricht. Meine Fraktion schlägt vor 14 Plätze. Ich möchte auch noch mal sagen, warum. Weil diese 14 Plätze am ehesten aus unserer Sicht dem Wahlergebnis entsprechen. Und entscheidend muss es sein, nicht nur die Fraktionsstärken abzubilden, und es ist sehr eindeutig erkennbar, dass diese 12er-Variante die Fraktionsstärken nicht abbilden, aber sie bilden in einem zweiten Schritt vor allen Dingen das Wählervotum nicht ab, weil das gleiche Sitzplatz-Verteilverfahren noch einmal angewendet wird auf die Ausschussbesetzung und man damit noch einmal eins obendrauf setzt. Und da argumentiere ich jetzt ganz klar für meine Fraktion, wir haben heftig diskutiert, es gäbe noch andere Varianten,
die das am besten abbildet, das ist die Variante 17 Ausschussplätze. Aber wir sind uns, ja, 17, wir sind uns schon einig darüber, dass wir durchaus effizient gut miteinander arbeiten wollen. Und die Frage ist, wir haben Wählervoten insgesamt für die Zusammensetzung dieses Stadtrates. Und diese Ausschüsse, die beraten nicht nur vor, sondern diese Ausschüsse, die beschließen. Und die beschließen über Millionen. Die beschließen darüber, wie Bauprojekte zum Beispiel aussehen. Die beschließen darüber, wie werden wir die Gelder im Bereich Kultur in Zukunft verteilen. Wir haben in fast jedem Ausschuss zu beschließen. Und da darf es nicht eine solch gravierende Abweichung vom Wählervotum geben. Und genau das bildet unser Vorschlag hier ab. Wir bitten Sie, der 14er-Variante zuzustimmen, ohne Diskussion, überall durchgegangen, die erste Reihe, so wie sie hier sitzt. Das entspricht am ehesten dem Wählervotum und genauso müssen Entscheidungen für diese Stadt zustande kommen. Alternative ist, aus den Ausschüssen werden die Themen, die da nicht abgebildet werden, wo wir davon ausgehen müssen, dass Sie hier im Rat andere Mehrheiten finden, durch die Bank in den Rat gehoben. Damit ist niemandem geholfen. Es wird lange die Prozesse hinziehen. Und das Entscheidende ist, so wie die Bürger gewählt haben, eine Stimme für die CDU darf nicht einen viel geringeren Wert haben in der Entscheidungsfindung wie eine Stimme für eine sehr kleine Partei. Da muss nachgeregelt werden und deshalb bitte ich darum, dieser 14er-Variante zuzustimmen und dafür Sorge zu tragen, dass Wählerwille entsprechend umgesetzt wird. Danke. So, als nächstes Bündnis 90 Grünen, Frau Schanetzki. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, auch von mir herzlichen Glückwunsch allen Gewählten und Neugewählten und auf gute, sachorientierte Kommunalpolitik. Das wäre mein Wunsch für diesen Stadtrat. Das ist etwas, was ich in den letzten 5 Jahren als Stadträtin hier zu oft vermissen musste und was ich mir jetzt tatsächlich und uns allen wünsche und vor allen Dingen für Dresden, für diese Stadt wünsche. Wir haben jetzt hier ein spannendes Politik-Pro-Seminar, politikwissenschaftliches Pro-Seminar bekommen zur Frage des Wählerwillens und etwas wurde dabei nicht beachtet oder aus meiner Sicht kam das deutlich zu kurz, beziehungsweise gab es eigentlich eine Watsche für die Gemeindeordnung und für das Besetzungsverfahren der Gemeindeordnung. Aber das ist nun mal so. Die CDU, die gerade im Wahlkampf Recht und Gesetz plakatiert, findet also ein Gesetz doof. Das haben wir jetzt gehört und sie fühlen sich davon im konkreten Fall ungerecht behandelt. Das ist unbenommen, aber wir haben kurz vorher gehört und auch das hat mich in den letzten Tagen tatsächlich viel Zeit gekostet, viel Zeit meines Ehrenamtes. Herr Oberbürgermeister hat berichtet von den vielen informellen Runden, von dem, was man vielleicht auch nicht draußen sieht. Wir haben diskutiert über Kompromisse und wir haben gehört, wie wichtig es ist, zu guten Kompromissen zu kommen. Und ich glaube, das ist für mich heute hier der Knackpunkt, dass es an der Bereitschaft, gute, sachorientierte Kompromisse zu machen, tatsächlich schon in der Vorbereitung dieser Entscheidung gefehlt hat. Und ich hoffe, dass wir da zukünftig wieder besser werden. Und ich glaube, und meine Fraktion wird sich für die 12er Ausschüsse, so wie sie die Verwaltung auch vorgeschlagen hat, so wie sie auch in den Sondierungsgesprächen mit dem Oberbürgermeister immer wieder thematisiert worden sind, und ich habe tatsächlich lange überhaupt kein Signal bekommen, dass es da erheblichen Widerstand geben wird. Ich glaube, dass das auch die Ratsarbeit gut abbildet. Und es ist bewährte Praxis, dass Dinge in den Stadtrat gehoben werden. Und es ist bewährte Praxis, dass das dann auch erledigt wird. Das ist die ganze Zeit so gewesen. Das ist nichts Neues und das ist auch nichts Dramatisches. Das ist nichts, wovor wir Angst haben müssen. Alles, was wir brauchen, ist ein Krumm, Disziplin, was sozusagen unsere eigene
Performance hier angeht, was Redezeiten angeht, was Wiederholungen angeht. Das ist das, was wir brauchen. Und wir brauchen sachorientierte, gute Zusammenarbeit, auch zwischen den Ausschusssitzungen, auch vor den Stadtratssitzungen, auch während der Stadtratssitzung. Das ist der Kern. Und dann kommen wir mit 12 gut hin. Und ich möchte jetzt noch, meine Redezeit läuft irgendwie gar nicht. Deswegen habe ich gerade keine gute, ach doch, hier auf der anderen Seite. Ich habe auf der falschen Seite geguckt, Entschuldigung. Ich möchte jetzt noch einen Geschäftsordnetenantrag stellen. Aus meiner Sicht ist es sinnig jetzt tatsächlich, wir haben ja jetzt ein breites Portfolio und auch die Vorlage sieht ein breites Portfolio an Möglichkeiten vor. Jetzt wurde gerade mal noch, um ein bisschen zu zeigen, was auch gehen könnte, 17 in den Raum geworfen. Wir haben jetzt 15, 14, 12 und 11 als Vorschläge vorliegen und ich würde Geschäftsordnung beantragen, dass wir das auch genau in der Reihenfolge abstimmen, nämlich von der höchsten zur niedrigsten, dass wir also die Vorlage vor dem Änderungsantrag Team Zastro abstimmen, um hier das sozusagen einfach einer mathematischen Logik von oben nach unten folgend abzustimmen. Vielen Dank. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich erstmal die Fraktionsrunde durchlaufen lassen und dann den Geschäftsordnungsantrag zur Abstimmung stellen und jetzt nie direkt mit Gegenrede, sondern dass wir erstmal durch die Fraktionsrunde durchlaufen. Zunächst SPD-Fraktion, Herr Engel. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, Ausschussgröße ist an sich ein Thema, was glaube ich, hier an der Stelle relativ schnell auch abgehandelt werden sollte, weil es geht am Ende darum, diesen Stadtrat arbeitsfähig zu machen, dass wir schnell wirklich uns vor allem auch auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren können. Und dafür ist diese Diskussion hier eine notwendige Voraussetzung, aber sie ist am Ende, ehrlich, ist eigentlich nichts Schönes. Und wir haben ja diese Diskussion auch im letzten Rat schon an der einen oder anderen Stelle auch mal geführt. Und da gab es immer eine Sache, die im Raum auch herumschwebte. Eigentlich sind diese 16-köpfigen Ausschüsse in ihrer Größe und vor allem in der Diskussionskultur, die dann dort entsteht, zu viel und da müsste man eigentlich zu einer anderen Variante kommen. Die Möglichkeit gibt es jetzt seit der Änderung des Kommunalrechts auf Landesebene, wo eben ein anderes Sitzverteilungsverfahren auch im Kommunalwahlrecht verankert ist, auf das wir in unserer Hauptsatzung auch Bezug nehmen. Und ja, man könnte das jetzt einfach hier ja, alles übergehen und einfach der Verwaltungsvorlage von Herrn Hilbert auch zustimmen, aber offenkundig geht das nicht. Und ich bin Frau Arnert wirklich sehr, sehr dankbar, dass Sie diese wunderschönen Grafiken hier an die Wand geworfen haben. Und Sie haben ja mit dem Wahlergebnis begonnen und haben dort gezeigt, CDU 18,0 und dann zum Beispiel auch sowas wie SPD 9,0. Und Sie haben am Ende den Satz gesagt, eine Stimme für die CDU darf nicht einen viel geringeren Wert haben als die für eine andere Partei. Das sage ich jetzt an der Stelle mal. Sie wollen 3 Ausschusssitze und dann sage ich einfach mal, naja, eine Stimme für die SPD darf nicht einen viel geringeren Wert haben als die für eine andere Partei. Also natürlich gibt es gewisse Sitzgrößen, die für die eine Partei Vorteile haben und für andere Parteien nicht. Aber sie picken sich halt einfach irgendwas raus und tun dann natürlich am Ende hier auch eine Lösung dann favorisieren, die eben auch dafür sorgt, dass eine Partei, die den ein doppelt so hohes Wahlergebnis hatte, aber den dreifachen Sitzanspruch hat. Und das ist bei Ihnen ja tatsächlich auch schon Strategie. Wir hatten ja in der vergangenen Wahlperiode dann zeitweise die Konstellation, dass Sie mit 11 Fraktionsmitgliedern immer noch 3 Ausschusssitze hatten, ne? Und dann andere Fraktionen, die 6 Personen hatten, immer noch mit einer Person da herumsaßen. Also das ist alles ein bisschen geweigt. Ich kann das ja verstehen, dass Sie das auch ein bisschen brauchen, um Dinge auszutarieren. Das ist sehr, sehr verständlich. Die Frage ist, ob es am Ende ein Kriterium für diesen Stadtrat sein darf. Und das ist aus meiner Sicht nicht geboten. Und dementsprechend würde ich mir wünschen, wenn wir der Vorlage des auch von der CDU unterstützten Oberbürgermeisters jetzt ja auch zustimmt, der zu einer Mehrheit verschaffen und uns hier auf 12 Ausschüsse zu verständigen. Vielen Dank. Jetzt hast du. Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Frau Scharnetzky, das ist natürlich tricky, Ihr Antrag. Seit wann machen wir das so? Noch nie. Die 12 steht in der Vorlage. Und selbstverständlich stimmen wir zuerst die Änderungen zur Vorlage ab. Genauso sollten wir es auch machen. Da können wir gerne erst die 15, dann die 14, dann die 11 abstimmen. Dafür wäre ich. Und dann gucken wir mal, ob es eine Mehrheit für die Vorlage gibt. Aber das, was Sie machen, ist ja vielleicht durch die vielen neuen Stadträte, dass Sie Ihnen auf den Leim gehen. Aber wir natürlich nicht. Ich bin ja schon lang genug hier. Ich kann es kurz machen. Das Wichtigste ist, dass wir zu mehr Effizienz in diesem Stadtrat kommen.
Das ist zumindest für unser Team das Entscheidende. Ich glaube, die Arbeit wird nicht besser, wenn die Ausschüsse immer größer werden. Es gibt ja doch ein paar Kollegen bei uns, die zu allem immer und immer wieder ihren Senf dazugeben müssen. Die können nicht schweigen, auch wenn sie eigentlich nichts zu sagen haben. Immer und immer wieder, wir werden sie alle noch kennenlernen hier, die Namen könnte ich Ihnen jetzt sagen, aber überraschen Sie sich selbst, ja. Deswegen, umso besser ist es, er wird umso kleiner. Deswegen schlägt unser Herz stark für die 11, ganz eindeutig, das wäre mal ein großer Schritt. Trotzdem habe ich ein großes Verständnis dafür, dass die Parteien, die im Moment noch mehr Stimmen haben als wir zum Beispiel, für eine gewisse Zeit noch, wir haben den größten Zuwachs gehabt, war auch keine Kunst, ja, aber dass die natürlich eine andere Repräsentativität brauchen. Die 12 sind nicht repräsentativ für das, was die Dresdner wollen, überhaupt nicht, gar nicht. Das hatten wir schon zuletzt, das heißt, das müssen wir korrigieren. Und dass die großen Fraktionen da anders vertreten werden wollen, verstehe ich, gar keine Frage. Ich verstehe die Wahlrechtsänderung nicht so ganz, die da auf Landesebene vorgenommen worden ist. Habt ihr euch selbst ein Ei gelegt, aber ich verstehe das ansonsten. Deswegen können wir auch mit der 14 mitgehen. Wir stimmen zuerst der 14 zu als Team, machen wir. Wenn es dafür keine Mehrheit gibt, dann würde ich um die Zustimmung für die 11 bitten. Aber so sollten wir es machen. Und dann, Frau Czarnecki, kommt Ihre große Stunde bei 12. Als nächstes BSW, Herr Böhme. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine verehrten Damen und Herren, hier handelt es sich um eine Premiere. Zum ersten Mal erklingt die Stimme des BSW im Dresdner Stadtrat. Wir gehen mit großem Respekt an unsere Aufgaben. Wir freuen uns, dass wir in den nächsten 5 Jahren daran mitwirken können, dürfen ein paar Prozente des Potenzials unserer Stadt Dresden herauszukitzeln. Gerne mit der einen oder anderen Fraktion unter Ihnen. Zum Thema. Es gibt für uns zwei verschiedene Ebenen, wie wir die Festlegung der Ausschussgrößen betrachten. Das eine ist die Reduzierung mit der daraus folgenden Kostenreduzierung, das heißt also Schonung der Steuermittel, die wir von den Dresdnerinnen und Dresdnern einnehmen und natürlich auch eine Erhöhung der Effektivität in der Arbeit der Ausschüsse. Die andere Ebene ist die Darstellung des Wählerwillens in den Ausschussgrößen. Für uns sind beide Richtungen tatsächlich im Vorschlag der Verwaltung, der 12er-Vorschlag sozusagen, am besten austariert. Deswegen ganz kurz zusammengefasst, BSW spricht sich aus für und plädiert für die 12er-Variante. Danke. Als nächste Fraktion, Fraktion Die Linke, Herr Scholbach. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir sehen, es gibt unterschiedliche Auffassungen, welche Größe die Ausschüsse haben sollten. Die Beantwortung dieser Frage ist in der Tat nicht ganz trivial und auch politisch keine Nebensächlichkeit, weil in den Ausschüssen eben ein wesentlicher Teil der Ratsarbeit stattfindet und viele Entscheidungen dort vorgeprägt oder gleich selbst getroffen werden. Was ist nun die richtige Größe für die Ausschüsse? Naja, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Paragraph 42 Absatz 1 Satz 1 der Sächsischen Gemeindeordnung regelt, dass die beschließenden Ausschüsse aus dem Vorsitzenden und mindestens 4 Mitgliedern bestehen. Eine Deckelung der Zahl der Mitglieder nimmt die Gemeindeordnung nicht vor. Der Gesetzgeber hat also dem Stadtrat bei der Bestimmung der Ausschussgrößen einen weitgehenden Ermessensspielraum eingeräumt. Und dabei treffen im Wesentlichen zwei Prinzipien aufeinander. Nämlich zum einen das Demokratieprinzip und zum anderen die Gewährleistung der
Arbeitseffektivität der Ausschüsse. Und es liegt grundsätzlich im Ermessen des Rates, wie er dieses Spannungsverhältnis auflöst. Würde man sagen, uns ist die Effektivität völlig egal, dann wäre das perfekte Spiegelbild für einen Ausschuss 70 Sitze. Wäre nur furchtbar ineffektiv. Man könnte auch sagen, wir hängen die Effektivität ganz hoch und effektiv ist es, wenn möglichst wenige mitreden. Dann wäre die Mindestgröße, käme zum Zuge. Und wir bewegen uns eben in diesem Spannungsverhältnis und müssen sehen, wie ein guter Ausgleich stattfinden kann. Und da könnte man jetzt sagen, bei diesem Stadtrat, wir haben 9 Fraktionen. Das heißt, wir treffen eine Festlegung 9 Mitglieder. Aber in der Tat kann man da mit Fug und Recht sagen, dass natürlich jene Fraktionen, die zweistellige Wahlergebnisse haben, da nicht ganz angemessen berücksichtigt werden. Und insofern ist es durchaus nachvollziehbar zu sagen, diese Fraktionen sollen 2 Mandate bekommen. Wie ist das nun mit diesen beiden Prinzipien? Ist da eins höher zu hängen als das andere? Kann man trefflich darüber streiten? Die Rechtsprechung hat sich damit bereits befasst, nämlich der 4. Senat unseres Oberverwaltungsgerichts. Und der hat dazu Folgendes ausgeführt. Ich zitiere: Das Verwaltungsgericht hat rechtlich zutreffend dargelegt, dass die Bestimmung der Mitgliederzahl der Ausschüsse im Organisationsermessen des Antragsgegners liegt und sich an dem sachlichen Gesichtspunkt der Gewährleistung effektiver Ausschussarbeit auszurichten habe. Insoweit ist auch die generelle Feststellung des Verwaltungsgerichts, dass das Spiegelbildlichkeitsprinzip nur insoweit limitierend wirke, als dass die Mitgliederzahl nicht so gering bemessen sein darf, dass ansehnlich große Fraktionen und Gruppen von einer Vertretung im Ausschuss ausgeschlossen sind, nicht zu beanstanden. Zitat Ende. So, und dann bin ich beim Vorschlag des Oberbürgermeisters. Er hat uns eine Vorlage vorgelegt und Sie wissen es, wir von der Linken prüfen ja die Vorlagen von Herrn Hilbert stets mit kritischem Blick und wenn es nötig ist, benennen wir auch seine Fehlleistungen. Hier hat Herr Hilbert dem Stadtrat allerdings eine vernünftige Lösung vorgeschlagen und deshalb unterstützen wir die auch, Herr Hilbert. Wollen wir mal einen versöhnlichen Start in die Wahlperiode wagen. Mit einer Ausschussgröße von 12 Sitzen ist gewährleistet, dass effektiv gearbeitet werden kann, alle Fraktionen in den Ausschüssen vertreten sind und die größeren Fraktionen jeweils 2 Mandate haben. Da mögen nicht alle begeistert sein, aber so ist das eben bei Kompromissen und deshalb stimmen wir dem Vorschlag des Oberbürgermeisters zu. Vielen Dank. So, wird FDP das Wort gewünscht? Nein. PVP das Wort gewünscht? Nein. Dann sind wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Herr Lorek. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich habe also das Vergnügen, heute gleich noch ein zweites Mal zu Ihnen zu sprechen, danach vermutlich nicht wieder. Und ich gehöre keiner Fraktion an, habe auch nicht die Absicht, das zu ändern, werde vermutlich auch keinem Ausschuss angehören, habe auch keine Absicht, das zu ändern und bin deswegen von allen, die hier sitzen, wahrscheinlich der Unbefangenste, weil die Bestimmung der Ausschussgröße für mich keinerlei persönliche Auswirkungen hat. Ich habe mir einfach nur die Hauptsatzung hergenommen, die übrigens jetzt dem neuen Wortlaut der sächsischen Gemeindeordnung entspricht. Insofern, Herr Kollege Schröllbach, bin ich mir nicht sicher, ob die Rechtsprechung des OVG noch aufrechtzuerhalten wird, denn die geht noch von der alten Fassung der sächsischen Gemeindeordnung aus. Ja, ich habe mir nur die Hauptsatzung hergenommen und da steht drin, dass Größe der Ausschüsse, das Stärkeverhältnis zwischen den Fraktionen und die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat widerspiegeln müssen. Dabei fällt sofort das Argument zu Boden, was das Wählervotum wäre. Denn nach der Hauptsatzung und nach der sächsischen Gemeindeordnung spielt das Wählervotum für die Bestimmung der Ausschussgröße einfach mal keine Rolle. Ich habe mir also nur die Stärkeverhältnisse und die Mehrheitsverhältnisse hergenommen.
Da gibt es die zweistelligen Fraktionen, AfD, CDU, Grüne. Und die haben zusammen im Stadtrat eine Mehrheit von 38 Mandaten. Wenn man dem Vorschlag des Oberbürgermeisters folgt, dann verschiebt sich dieses Mehrheitsverhältnis. Dann haben nämlich in dem 12-köpfigen Ausschuss die zweistelligen Fraktionen nur noch 6 Mitglieder. Das heißt, sie sind nicht mehr die Mehrheit, sondern sie sind nur noch die Hälfte von allen. Und das Verschieben der Mehrheit ist kein Widerspiegeln. Ich halte den Vorschlag mit 12 Personen pro Ausschuss einfach für rechtswidrig. Zumindest der mit der Satzung nicht kompatibel. Nun, dann habe ich einfach alle anderen Größen durchgerechnet. Und in der Tat bei 15, und das ist mein Vorschlag, kommen wir der Vorgabe aus der Hauptsatzung am nächsten. Es bleibt bei der Mehrheit der drei zweistelligen Fraktionen. Es wird berücksichtigt, dass die CDU mehr Stimmen hat, die AfD mehr Stimmen hat als die CDU und die CDU ihrerseits wieder mehr Stimmen hat als die Grünen. Also die Verteilung wäre dann 4-3-2. Ja, und das entspricht tatsächlich rein rechnerisch am besten der Zusammensetzung des Stadtrates. Und deswegen habe ich auf 15 Personen pro Ausschuss angetragen. Die Darlegung, achso, natürlich hat ein 15-köpfiger Ausschuss noch den großen Vorteil, sehr effektiv zu arbeiten. Er führt nämlich immer zu einer Mehrheit. Bei 14 oder 12 kann es zu Pattsituationen kommen, bei 15 nicht. Da entsteht immer eine Mehrheit. Das ist meine Rechnung, die ich ganz objektiv und neutral, ohne auf irgendjemandes Interessen Rücksicht zu nehmen, ausgeführt habe. Und ich bitte Sie um Ihre Zustimmung dafür. So, damit haben wir erstmal die Redner abgearbeitet. Und ich würde jetzt zu dem Thema Geschäftsordnungsantrag zunächst nochmal zurückkommen. Der ist gestellt. Wenn da Bedarf ist, kann auch nochmal Gegenrede gemacht werden. Und ansonsten würde ich dann den Geschäftsordnungsantrag abstimmen, will nochmal ihn aufnehmen. Es war beantragt gewesen, in der Reihenfolge dann die Abstimmung zu machen. Erst 15, dann 14, dann der Verwaltungsvorschlag 12 und als letztes die kleinste Größe 11, also abweichend zu unseren sonstigen Abstimmungsregeln. Und deswegen gilt es der Geschäftsordnung, das zu klären, ob das entsprechend so gewünscht ist mit Mehrheit. Jetzt gibt es, Herr Lazinski, Gegenrede. Ja, ich würde schon noch gerne mal bitten, dass auch von rechtlicher Seite nochmal von Seiten der Verwaltung eine Einschätzung diesbezüglich erfolgt. Hintergrund ist, dass ja die Abstimmung über die ungeänderte Vorlage auch eine Abschlussabstimmung ist in dem Fall. Das heißt, wenn wir erst eine Abschlussabstimmung durchführen und dann nochmal über einen Änderungsantrag abstimmen, ist das, glaube ich, nicht ganz im Sinne der Geschäftsordnung. Und meines Wissens ist das auch kein zulässiger Geschäftsordnungsantrag laut Geschäftsordnung. Wie Sie die Abstimmungsregeln festlegen, ist in Ihrem Bericht. Und insoweit würde ich das immer so interpretieren und so würde ich es dann auch abstimmen lassen, dass ich jedes als eine Form von Ersetzungsantrag werte. Und ersetzend ist dann am Ende der Tage abschließend Beschlussfassung. Also wenn 15 eine Mehrheit hat, ist das durch. Wenn 14 eine Mehrheit hat, ist das durch, gibt es keine weiteren Abstimmungen. Genauso wenn die Variante 12. Und dann 11, das wäre jetzt geschäftsordnend so von Ihnen zu regeln. Das ist ja Ihr freies Recht, sich Änderungen der Regeln, die wir sonst haben, zu geben. Und so würde ich es verfahren. So, wer für den Geschäftsordnungsantrag ist, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.32 Ja, 38 Nein, eine Enthaltung. Dann bleibt es bei den üblichen Regelungen. Das heißt, wir stimmen jetzt zunächst immer von den weitestgehenden Abweichungen ab. Also zunächst wird der Antrag von Herrn Lorek, nämlich auf 15, dann wird der Antrag der CDU auf 14 abgestimmt, dann die Abweichung 11 von der Verwaltungsvorlage und zum Schluss, wenn keines eine Mehrheit gefunden hat, dann die 12. So, wer ist für
das für die 15er Variante, und das würde es immer ersetzen machen, wenn irgendwas eine Mehrheit hat, dann ist es durch. So, 15. Eine Ja, 70 Nein, keine Enthaltung, hat eine knapp nicht eine Mehrheit bekommen. Dann kommen wir zu der Variante Änderungsantrag CDU 14. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 37 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, hat keine Mehrheit gefunden. Dann kommen wir zur Variante mit 11 Mitgliedern. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 37 Nein, keine Enthaltung, hat auch keine Mehrheit gefunden. Und nun schauen wir mal gespannt, ob die Verwaltungsvorlage eine Mehrheit bekommt. Die darf ich jetzt unverändert zur Abstimmung stellen. Ja-Stimmen bei 35 Nein-Stimmen bei keiner Enthaltung. Das war haarscharf, dass wir in die Arbeitsfähigkeit einsteigen können. Aber es ist mit Mehrheit beschlossen und damit sind Ausschussgröße 12 festgelegt.